Was geht ab, YouTube, und einen wunderschönen guten Tag an meine Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute FIFA 16. Ich mit zusammen mit dem Golden Team. Guten Tag. Ich bin ein totaler Fußball-Noob. Aber wirklich ein totaler Fußball-Noob. Ich habe nie mit was mit Fußball im Kopf gehabt. Als Kind nie. Du bist blau übrigens, ne? Ich bin blau, gut. Dieses Spiel hätte ich auch nie gekauft. Oder doch, wenn es günstig gewesen wäre, aber ich habe... Lauf! Schön, jetzt hast du noch ein bisschen laufen können. Ja, okay. Ich hast gleich Pause gesehen. Oh, ich war... ja, aber ich habe es durch einen random CD-Key gratis gekriegt. Also was heißt gratis? 80 Cent bezahlt, FIFA 16 war drin, habe ich gesagt, weißt du was, schnappst du den Tino, machen wir ein Let's Play von. Wir haben vorhin mal gegeneinander gespielt, ich bin wirklich schlecht. Wir spielen jetzt aber gerade Koop-Season, glaube ich, habe ich das richtig verstanden, kann das? Richtig. Keine Gefahr mehr. Gut von Nimm an den Ball. Einwurf okay. Für die Bayern, gute aber Sorry. Einwurf für uns. Nee, so, ich kann so nichts machen. Hier, pass gleich, nach links. Nach links? So, warte. Oh. Ja, war gut. Flanke kommt. Kommt nicht, okay, kommt Ecke. Nee, Einwurf. Und erneut gibt ich kann keine Einwurf. Spieler wechseln, warum geht das nicht? Ach, jetzt, okay. Ach lol. Ja, ich habe zu lange gebraucht. Jetzt kommt der Boateng, macht den Einwurf, weil der Plan. Immer, wenn du immer A drückst, kannst du immer überspringen, ne? So, ach so, okay. Oh, das war. Oh. Wie gesagt, ruhig für sie. Ja, ja. Mit Ball kriegst du nicht gleich irgendwelche Knöpfe drücken. Stell den. Okay, alles gut. Da hat der Torwart gar kein Problem. Wie gesagt, X, im E-Fall immer X. Volle Pulle? Ja, so ein Drittel, zwei okay. Drittel. Ja, das war ein bisschen viel. Ich hab's gemerkt. Kann auch sein, immer A drücken, ne? Denn sonst fuckt sich unser Gegner nachher ab. Und wenn er hier 5-0 gewinnt, dann zeigt er uns alle Torwiederholungen 10-mal. Alles klar. Schön. So, nicht mir. Okay. Das war ich nicht, war hinten. Lauf. Nee, Spiel nach rechts. Oh, das andere rechts. Ja. Okay, ich sag oben, unten. Alles klar. Leute, auch wenn ihr da mal so Tricks und Tipps habt, immer schön in die Kommentare. Ich bin wirklich ein Kacknoob. Das Einzige, wann ich Fußball gucke, ist WM, EM, weil Deutschland dann spielt und da bin ich auch nur solidarisch am Tisch am Brüllen und am Alkohol am Saufen. Ich würde schon mal sagen, unser Gegner ist nicht so pralle. Sind das auch eigentlich zwei? Ja, es sind immer zwei. Wenn du Koop-Season suchst, sind es immer zwei. Den Ball spielt er nicht gut. Es gibt einen. Gut. Wenn euch das Projekt gefällt, lasst dann ein Like da und einen Kommentar vielleicht auch. Schön, fand ich mit Absicht, aber hört ihr den, lassen wir mal kurz stehen. Da bleibt der selber stehen, da können wir nicht mit ahnen, Alter. Hinten rum. Flanken, Viereck, X, sorry. Schade. Schieß. Ja, kommt. Ah. Aber das kriegen wir schon hin. Hoffe ich. Den Lauf abseits, alles cool. Sicher? Ich hab den, ja, ich hab den extra. Gucken wir uns mal die Wiederholung an. Sehen, wie ich extra nach vorne laufe. Damit er ins Abseits kommt. Und warte, da. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo das Abseits ist. Abseits ist, wenn der Gegenspieler. Wie gesagt, das am besten nicht machen. Ach so, ja, hast du gesagt, ja. Weil da achtet lauert der. Raufgehen. Das ist die Chance. Okay. X vielleicht, also A, nicht das vielleicht zu lange gedrückt halten, okay. Sondern lieber, wenn es denn gebremst wird, manuell raufgehen mit dem linken Stick und dann B drücken im richtigen Moment. Natürlich nicht so, dass du ihn umtrittst, sondern schon, dass du versuchst, den Ball abzunehmen. Dann kommt nochmal rein, Achtung. Sehr gut reingespielt. Er ist raus, Junge. Fernando. Clichy. Jetzt Aguero. Oh, das war scheiße von mir. Oh, nee. Oh, wie sie nicht hinterher grätschen, Junge. Ich wollte ihn faulen, Alter. Dann hätten wir kein Tor gekriegt. Ja, hätten wir 11 Meter und für rote Karte gekriegt. So. Hätte ich mir nicht angestellt wie letzter Depp. Gut, die kann man auch halten an neuer Stelle, aber egal.
Manchester City jetzt in Führung. Da spielst du am besten immer gleich nach hinten, jetzt nach außen, nach unten. Ah, nach außen, okay. Robin. Kommt der Ball auf die andere Seite? Hab ich voll gefoult, habt ihr gesehen? Wo bin ich denn? Da. Oben. Gut. Nach Mitte kommt der. Oh. Okay. Hey, ist cool. Philipp Lahm ist jetzt nicht unbedingt der schnellste, aber dafür zweikampfstark. Nun Klischee. Das gibt Einwurf. Ganz schnell ausgeführter Einwurf. Geh rauf, geh rauf. Du bist der Blaue da unten. Ja, ich musste noch mal gucken, wo man sprintet. Ganz starke Aktion vom Torhüter. X oder wo sprintet man? RT. RT, ach so, ich drück die ganze X. Kannst eigentlich immer den rechten Zeigefinger auf RT lassen. Alles klar. Also nicht durchdrücken, sondern im richtigen Moment dann auch sprinten, weil sonst gehen die Spieler zu schnell kaputt. Okay. Schön. Ich spiele Linie. Es fehlt so die zündende Idee. Ach, schade. Was ist denn Linie? Na, du hast doch die Außenlinie. Ja. Und wenn man da lang spielt wie jetzt, heißt das, ich spiele Linie. Flanke! X muss da! Komm, mach ihn rein! Ich war abseits zu, okay. Ja. Er geht aber ja auch die ungewöhnlichen Wege. Ganz schwer auszurechnen für den Gegner. Ah, ist das Spiel geil. Jetzt muss Aguero aufpassen. Oben. Der FC Bayern wieder am Ball. Kommt oben. Nach, gleich nach oben, nach oben. Schön. Robert Lewandowski. Ah, scheiß Robben, Junge. Ball nicht, sondern ist auch ein richtiger Teamplayer. Ja, ein wirklich gutes Auge für die Mitspieler. Ist sich nicht zu schade, nicht zu egoistisch, Tore für andere aufzulegen. Ach, B ist Zweikampf. Ey, Mann, ich drück die ganze Zeit A. Also eine normale Herangehensweise bei einem Zweikampf, sei denn, es ist jetzt versucht. Oh Gott. Was kommt denn so nah vor das Tor, der Scheiße? Ja, was ist das denn, Alter? Ich versuch zweimal wegzugrätschen, treffe ihn zweimal, nicht der trifft er aus dem Winkel oder was? A drücken. Hab ich. Na dann. Jetzt steht es 2 zu 0, das dürfte Ihnen Ruhe geben. Oh lol, ich hab doch gedrückt, verdammte Scheiße. Den spielt er gut und jetzt wird's gefährlich. De Bruyne. Oh, ach, das kann ja gar nicht. Durch, Alter, ich grätsch doch vor den Ball. Weiteres Tor, Sie scheinen das hier bis zum Ende ganz seriös. Ich hab gedrückt. Genau, Tool, oder was? Nee, Wolf, nicht wirklich. Die haben jetzt alle Hände voll zu tun. Ja, der hat halt ein bisschen gebraucht, um zu merken, dass wir scheiße sind, aber jetzt hat er es mitgekriegt. Ja, glaube ich auch. So ein eindeutiges Spiel. Hintenrum Spiel, hintenrum. Alles im Griff. Ist es sicher. Spiel unterbrochen, gibt Freistoß für die Münchner. Ja. Machst du den? Das kann man sich nicht aussuchen. Oh, warum Spiel, Spiel, Spiel. Wohin? Jetzt flanken, flanken nach hinten. Das ist ein bisschen doll. Klasse Aktion. Fast reingegangen, hast du gesehen, oder? Bisschen FIFA kann ich immer auch hier. Nein, komm, komm, ja! Boah! War ich das? Nee. Scheiße! Ist das aus? Treffe ich die Latte erst, Junge. Perfekt, perfekt, perfekt getroffen. Er nimmt ihn volle. Hey, Pfosten, was? Also, das sind Millimeter, die hier dafür sorgen, dass der Ball doch noch ins Netz geht. Ah, der spackt rum, Junge. 3-1 heißt es also jetzt. Wer spackt rum? Der Gegner. Warum? Ja, siehst du, wie der sich bewegt und was er für Moves macht. Der spielt nicht mehr richtig. Also der will jetzt nur noch trollen eigentlich. Da kommt er rauf und hält den Ball. Was denn? Ja, weil er merkt, dass wir scheiße sind. Hintenrum.
Okay, Ecke, Abpfiff. Also Halbzeit. Zur Pause steht 3:1, aber wer weiß. Noch sind 45 Minuten zu gehen. Kun Agüero, was sagt? Immer weiter drücken, ne? Ja. Ja, jetzt geht's weiter. Die nach hinten. Stoßen an. Ich weiß nicht, was du mit hinten immer meinst. Hinten ist immer unsere Torseite. Nach vorne ist immer die Seite, wo wir hinlaufen. Achso, alles klar. Genau wie oben und unten ist klar und Linie ist auch klar. Okay. Und Seitenwechsel und heißt, gut, das werde ich zu dir nie sagen. Linie? Oh, ah, schade. Hä? Bin noch dran gekommen. Agüero jetzt. Klischee. Geh nicht rauf. Aha, fuck. Nee, Junge. Ach, da kommt noch ein Dritter mit. Ja. Und so wird das nix. Den hält der Torwart natürlich. Es gibt eine Ecke, eine gute Gelegenheit. Okay. Okay, jetzt aber. Der Ball kommt rein, aber der Torhüter kann ihn abwehren. X im E-Fall immer X, aber mit Neuer kann man... Okay. Nach hinten pöpfen. Warte. Ah, geht. Und Yaya Touré. Und jetzt La. Komm, du Pfeife, Mann, ey. Jetzt könnt ihr den Ball abspielen. Klischee. Gute Flanke. Alter. Machst du da, Tino? Verdammt nochmal. Jetzt Lewandowski. Das war sehr optimistisch. Also die Entfernung war dann doch zu groß. Und den Ball hat er sich geholt. Gib mir Angaben, Mann. Jetzt Boni. Einwurf. Wen? Die. Ja, kann er nicht mal sagen, das ist ein Einwurf. Jetzt Klischee am Ball. Scheiß Kommentator hier. Weg da. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seiten aus. Auch wenn du nicht weißt, wer die Spieler sind, aber du müsstest sie auch so ein bisschen auf ihrer Position halten. Aktuell hast du Philipp Lahm da ganz vorne. Das ist ein Rechtsverteidiger. Sprich, der müsste hinten rechts ganz weit hinten stehen. Ich habe aber De Alba. Alaba. De Alaba. Den hattest du gerade. Okay. Das war 30 Sekunden früher, was ich meinte. Okay. Jetzt drück A, du Bastard. Danke. Jetzt spielen die Gäste verstärkt auf Abseits. Mal sehen, ob die Verteidiger das konsequent umsetzen. Bitte? Mit wem muss ich denn mit Ludowski hin? Ach nee, das ist. Einfach nach Mitte nach vorne. Und auch genau wie Müller du gerade hast, nach vorne. Ich stehe hier vorne, komm, mach was. Ja, den krieg ich, pass auf! Ja, mach ihn! Ja! Nein! Da verfehlt er das Tor aus. Schade! Aber warum nicht mal versuchen? Er hat das drauf. Wo stehen denn die Namen von denen, die ich habe? Unten links? Oder ist das nicht der Ballbesitz hat? Links ist der aktuelle... Ja, ich weiß ehrlich gesagt, was steht denn bei dir jetzt beispielsweise? Boateng. Ja, das bin ich. Dann ist das der von uns, der am nächsten am Ball dran ist, beziehungsweise Ballbesitz hat. Robben am Ball. Okay. Da wird er gestört. Ja, pfeift kein Foul, du Arsch. Also. Gegen Manchester City. Wegkloppen. Mit X, ne? Ja. Stell dir vor, der wird an dem so vorbeirollen. Jetzt Müller. Lauf. Erstmal laufen. RT. Ja. Abgepfiffen. Freistoß gegen Man City. Da konnte ich nichts machen. Er hat mich einfach gefoult. Ob du Penner, Mann, ey. Wenn ich auf dem Feld wäre, würde ich ihn verprügeln. Soll ich ihn direkt machen? Ich wollte gerade sagen, hoffentlich musst du das machen. Ich glaube, ich bin's, weil ich habe schon rot gesehen, ja. Was muss denn jetzt gemacht? Achso. Das könnte jetzt gefährlich werden. Ja, das ist.
Das ist so schwer zu erklären. Bei einem Freistoß machst du normal Schuss, ja, also mit B, musst dann aber den rechten Analog, den linken Analogstick nach vorne drücken, um ein Fehl zu bestimmen. Schöne, schöne Ecke. Ja. Das ist ja nochmal Mama. Weiterer Eckball für Sie. Gott sei Dank musst du es machen. Thomas Müller! Oh. Klasse Versuch hier nach dem Eckball. Der war fast drin. Da hat nicht viel gefehlt. Gute Aktion. Was für Spastis, Alter. Es gibt Abstoß. Jetzt können sie sich für den Angriff wieder sortieren. Genau das gleiche würde ich jetzt nochmal machen. Ja, war klar. Die FIFA-Community ist nämlich fast genauso schlimm wie die LOL-Community beispielsweise. Alles 13-jährige Affen. Die denken, weil sie hier einen Freezy zerrippen, der sein drittes Mal FIFA in seinem Leben spielt. Drittes Mal, erste Mal. Ah, ne. Das ist das. Oder erste Online-Spiel in seinem Leben spielt. Den zerrippen, denken, die sind halt sonst was und können jetzt hier auf Zeit spielen und hier so eine Scheiße machen. Aber dass sie auf Zeit spielen, das zeigt schon mal, dass sie auch sehen oder gesehen haben, dass sie auch durchaus torgefährlich sein können. Weil wäre ich es wahrscheinlich, der gegen Freezy und mir spielen würde, würde ich jetzt darauf gehen, dass ich 5-6 Tore noch schieße. Er gibt das Foul, das gibt Freistoß für die Citizens. Für uns ist jetzt wichtig, diese Halbzeit kein Tor, dieses bis zum Spielende kein Tor mehr zu kriegen. Das andere ist erstmal nebensächlich. Dann haben wir eine Halbzeit lang kein Tor, kein Gegentor gekriegt. Das ist schon mal ein guter Anfang. Böllern. Bam. Lauf, 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 lauf. Ja, wie laufe ich denn schneller, Alter? Mit RT. Ja, mache ich doch, aber der. Gedrückt halten, das habe ich das schon mal gesagt. Ja, ja. Aber guck mal, der läuft gerade. Ah, jetzt. Ja, gut. Was geht ab, du Scheiße? Die denken jetzt, sie können uns noch einen drücken. Was passieren? Ah, spielt hier in der letzten Ecke. Ja, ach gut. Haben Glück gehabt. Ah. Wir noch mal einen Blick auf diese Chance. Ach, fick dich. Fernandinho. Und Boni. Die Flanke super geklärt von Neuer. Ruhig, nimm den Ball ruhig an, Junge. Wie denn? Nix drücken. Ich hab ja nix gedrückt. Oder? Geht er rein? Buschi, jetzt gucken wir mal auf die Schussstatistik. Er ist der Kommentator Buschi? Buschmann. Ach, der hat ihn Buschi genannt. Alles klar. Was ein Bastard, Alter. Den rupp ich jetzt um. Das könnte schon die letzte Gelegenheit sein. Oh, gibt rot. Nee, lol, ich war gelb. Ja, aussieht wie ein Affe, ey. Da rutscht er ihm aber das ist Romb, Junge. Da kann er sich über die Entscheidung des Unparteiischen beschweren. Der Schiedsrichter liegt richtig mit seiner Jetzt spielt er wieder kurz. Lauf ran an ihn, der kann er nicht kurz spielen. Wieso bleibt er denn jetzt stehen, Alter? Es gibt eine gewisse Sicherheitszone quasi, so, wo du rangehen kannst. Gerade. Kurze Unterbrechung, Freistoß gegen den FC Bayern. Ja, ist aber diese blöde Zeit. Siehst du, er hat gesehen, wir haben auch mehr Torschüsse als er. Der merkt halt, dass wir relativ gefährlich sind. Dementsprechend musste er jetzt Zeit spielen. Ich habe eine rote gekriegt. Ja, nicht so wild. Heißt in dem Modus nichts, Spiel ist ja eh vorbei. Okay. Sind ja nur noch 4 Minuten Nachspielzeit. Jetzt spielt er wieder kurz und tänzelt da an der Ecke rum. Also das ist wirklich so die schlimmste Art von FIFA-Community. Jetzt haut er wirklich mal weg. Okay, überraschend. Habe ich... Spiel nach unten. Okay, Abpfiff. Achso.
3:1 den Stand. Können die jetzt mit uns noch labern oder so ein Scheiß? Nee, können sie nicht. Lass das Google in FIFA. Also ich glaube, es gibt sowas wie Voice Chat, aber ich habe das immer, ich habe es noch nie gehört. Okay. Also ich habe es entweder immer deaktiviert automatisch und man muss das aktivieren, aber... Gut, jetzt ist Ende, oder was? Ja, jetzt ist das Spiel vorbei. Aber haben wir irgendwas bekommen? Nein, wenn du jetzt, hast du gerade die Gesamtbilanz vor dir? Ich habe hier die Spielinfo vor mir. Manchester das, City. Dann und hast du schon einen weitergeklickt. Ja, okay. Ja, habe ich. Ja, nee, dann ist egal, da kann ich es jetzt auch nicht erklären. Es ist halt eine Season, sprich, man muss gewisse Punkte, also wir sind in Liga 5, deshalb kann man nicht absteigen, und man muss aber gewisse Punkte haben, um aufzusteigen oder um noch mehr Punkte haben, um Meister zu werden. Okay. Und das sieht man dann halt am Ende eines Spiels immer. Logischerweise haben wir jetzt 0 Punkte gekriegt, weil wir keinen nicht gewonnen haben. Aber okay. Wenn man mal in die Spielinfo guckt, haben wir mehr Torschüsse gehabt und auch mehr Schüsse aufs Tor. Für Freezy eine ganz okaye Passgenauigkeit. Also wie gesagt, die hätte man... Geben wir Freezy noch 5-6 Spiele, dann hätten wir die zerrippt. Gut, Leute. Wenn ihr mehr von diesem Projekt sehen wollt, gebt ein Like nach oben. Dann weiß ich, dass es euch gefällt. Und ja, es werden auf jeden Fall erstmal ein paar Folgen davon kommen. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Vielleicht dann ein bisschen besser oder auch nicht. Wir wissen es noch nicht. Alles klar, Leute. Haut rein. Tschüss. Ciao.